ihr euch schon gefragt, ob die unbewaffnete Challenge weitergeht? Und nachdem Moda ja auch Geschichte ist, kommt vielleicht die Frage auf, wann geht's in die Ebenen? Die Antwort auf diese Fragen und wie immer ein bisschen mehr bekommt ihr in der heutigen Folge. Ich bin der Kai, der Typ mit dem Bart. Herzlich willkommen bei Einzigbartig. Es ist ja mittlerweile auch schon wieder eine Woche her, dass ich Moda aus der Luft geboxt habe, beziehungsweise ich musste ja noch nicht mal in die Luft gehen. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, dürft ihr euch das gerne angucken. Solltet ihr auf jeden Fall machen. Vielleicht ist die Taktik auch was für euch. Auf jeden Fall war es jetzt ein bisschen ruhig gewesen diese Woche und ich habe mir gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit für ein Video. Und natürlich, falls der Gedanke schon mal aufgekommen ist und ich habe die Fragen auch unter den letzten Videos von mir gesehen, ob ich denn überhaupt weitermache mit der Challenge. Natürlich mache ich weiter damit, ja. Ich bin aktuell sehr, sehr stark in World of Warcraft eingebunden, weil das halt auch so ein Baby ist von mir, was ich einfach schon immer gerne gespielt habe und dann irgendwie jahrelang links liegen habe lassen. Es macht aber aktuell wieder sehr, sehr viel Spaß. Falls ihr da mal reinschauen wollt, dürft ihr das auch gerne tun. Da werdet ihr wahrscheinlich auch die Gründe nachvollziehen können, warum es mir wieder so einen Spaß macht. Naja, auf jeden Fall sind wir hier nicht bei WoW, sondern wir sind hier in Valheim und auch das ist nach wie vor noch ein Baby von mir und vor allen Dingen diese Challenge, die ich definitiv noch bis zum Ende durchziehen möchte. Auch wenn es ein bisschen ruhig gewesen ist. Ich kann euch nicht versprechen, dass ich jetzt es schaffe, unter der Woche noch mehr Videos hierzu zu machen. Aber ich kann euch versichern, die Challenge wird weitergehen. Und wenn es auch nur ein Video dazu in der Woche gibt, habt ihr einfach mehr Zeit, euch drauf zu freuen. Ich habe es trotzdem geschafft, offscreen noch ein bisschen rumzuschippern und habe schon mal so eine kleine Ecke gefunden, wo Ebenen sind. Also ich habe ja auch jede Menge Ecken gefunden, aber das ist so eine, da dachte ich mir, da kotzt er auf jeden Fall mal nach, weil das auch mal so in einer ganz anderen Ecke ist von der bisher aufgedeckten Karte. Und was ich da gemacht habe und wie das Ganze aussieht, erfahrt ihr genau jetzt. Wenn euch heute meine Mausbewegungen noch unkoordinierter vorkommen als sonst, das liegt daran, dass ich eine neue Maus habe und die muss ich erstmal, da muss ich mich erstmal ein bisschen mit eingrooven. Das könnte vielleicht einen Moment dauern. Ihr werdet es aber überleben und ich auch. So, hier hat sich nicht weiter viel getan, außer dass ich mir noch ein bisschen Zeug zurechtgebastelt habe hier. Das werden wir uns gerade mal reinfahren. Dass wir dann auch die Gegend erkunden können. Repariert ist soweit auch alles. Es gibt ein Reiseportal. Reise 1. Und bevor wir reingehen, schauen wir natürlich wie immer auf die Fertigkeiten, ob sich hier irgendwas verändert hat. Kann ich euch aber sagen, nee, hat es tatsächlich nicht. Schlagwaffen 0, Schwerter 0, Äxte nach wie vor auf 1. Warum, müsstet ihr mittlerweile auch wissen. Bögen 0, Messer 0, Stangenwaffen 0, Speere 0, Armbrüste 0. Das war's. Ja, also nach wie vor nur unbewaffnet, relativ gut fortgeschritten schon. Zusätzlich dazu, wer sich damit nicht auskennt, das hier ist ein Set-Bonus von den Klamotten, die ich trage. Und warum geht der jetzt hier nicht zur Seite? Mach doch mal. Genau. Und zwar ist das hier einfach das Fenris-Set. Und ich bin gerade am Überlegen, ob es nicht vielleicht mehr Sinn macht, sich jetzt irgendwie die Brustrüstung anzuziehen vom, weißt du, wie heißt es hier, da die, ich komme einfach nicht drauf. Lasst mich kurz nachschauen. Das ist wieder Wordfinding Problems, ja, wie immer bei mir. Wenn ich es doch nur wüsste. Hier, genau, da, die Wurzelmaske, die Wurzelküras, genau. Denn damit habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, so ein bisschen Stichschaden abzufedern. Das Problem ist, dass es aber sehr, sehr anfällig ist gegen Feuer. Ich muss einfach mal gucken, wie wir klarkommen. Ich habe nach wie vor auch noch den Trollumhang. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich es einfach noch nicht auf die Kette gekriegt habe, mir einen anderen Umhang herzustellen. War auch gar nicht notwendig, denn auch das hier, ihr könnt es vielleicht am Set-Bonus sehen, wir werden uns das kurz anschauen. Wenn du alle Teile hast, hast du zumindest auch nicht das Problem, dass du dir einen abfrierst. Ja, das kommt dir ganz gut dem zugute. Und du kannst dich auch schneller bewegen. Also irgendwie war es einfach nicht notwendig, sich hier irgendwelche Tränke bzw. den Wolfsumhang herzuklöppeln. So, wir werden mal rübergehen und werden uns mal anschauen, was da bisher geschehen ist. Noch nicht allzu viel. Ich hatte zwar ein bisschen Zeit, was zu machen, aber das war auch nicht über die Maßen viel. Ich habe hier so ein bisschen zurechtgebaut. Warum schleicht es denn so? Genau. Was ich gemacht habe, ist, werde ich euch gleich zeigen. Hier, das ist, also hier ist noch nicht so wirklich viel passiert. Ich habe hier rundrum mal eine Steinwand hochgezogen. Aus folgenden Gründen, weil hier drüben ein Troll rumturnt. Und ich wollte mich jetzt nicht unbedingt mit dem anlegen, weil ich mit dem noch was vorhab.
Ich wollte ihn aber auch nicht platt machen. Also blieb mir erstmal nichts anderes übrig. Und dass er mich in Ruhe lässt und ich hier auch ein bisschen Holz hacken kann und hier auch mit dem Schiff anlanden konnte und so weiter und so fort, ist ja auch egal. Das mit dem Schiff ist unabhängig davon, das musst du ja so oder so machen. Aber dass ich wenigstens hier in Ruhe mein Geschäft nachgehen kann, sage ich mal, ohne dass er mir tierisch auf den Keks geht dabei. So, hier haben wir wieder einen Kollege, der meint, er müsste mich immer tierisch abnerven. Ich habe nämlich vor, weil hier drüben ist, jetzt muss ich nämlich ein bisschen aufpassen, dass mir nicht gleich eine Mücke entgegenkommt. So. Genau, was wollte ich sagen? Hier ist nämlich auf jeden Fall Ebene, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist ganz gut, um hier so den Einstieg zu finden. Deswegen hatte ich hier drüben auch, ich habe es einfach vom Wasser aus gesehen, dass hier drüben wieder so eine komische Festung ist. Da habe ich mir gedacht, da gehst du hin, da baust du dir erstmal eine Base hin und dann guckst du, was hier weiter passiert, ja. Das ist der Grund, warum ich mir das Ding dahingestellt habe. Und der Troll ist quasi auf der anderen Seite. Und was ich eigentlich mal ausprobieren wollte, das habe ich nämlich noch nie gemacht, den Troll einfach mal ein bisschen zu pullen und mal gucken, ob der sich hier mit den Kollegen hier anlegt, die hier so rumkreuchen und fleuchen. Guck mal, hier haben wir sogar noch ein bisschen Bärchen. Und ich weiß gar nicht, warum hier so viel Zeug rum. Ja, guck mal, da drüben ist ein Goblin, ja, also ein Fuhling. Der schwimmt da einfach so rum. Ich habe keine Ahnung, ob der mal hier ins Wasser kommt. Und mal gucken, wie der Kampf mit ihm ausgeht. Also prinzipiell ist das nicht so das Riesenproblem. Ich habe mich ja schon mit ein, zwei angelegt. Ja, hör auf zu kichern, komm her, du Eierkopf. Und im Zweifelsfall habe ich ja auch noch Knochenbandsbuff, ne? So, kommst du her? So, einfach mal gegen die Felsen gekloppt, der Otto. Das ist auch so ein Typ, oder? Voll der Typ. Turnt er da hinten rum. Auf jeden Fall finde ich das eine ganz coole Ecke hier, um einfach klarzukommen und ein bisschen zu üben, wie man sich hier mit Fuhlingen und so weiter aussetzt. Um einfach mal darauf klarzukommen. Also ihr seht selber, es geht relativ gut. Schön ist anders, sage ich immer, aber es funktioniert. So, und hier musst du permanent irgendwie auch den Schild haben, weil du weißt nie, woher so eine blöde Mücke ankommt, ne? Und da bin ich aktuell auch immer noch so ein bisschen überlegen. Vom Sinn her wäre es natürlich viel geiler, wenn ich einfach die Faustwaffen trage und einfach im richtigen Zeitpunkt zuschlage. Ich weiß aber aus Erfahrung, wenn dieser richtige Zeitpunkt verpasst wird, dann liegst du ganz schnell im Dreck und das ist nicht so geil. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. So, deswegen werden wir erstmal hier ein bisschen rumtouren und werden mal die Gegend hier sondieren. Und uns mal anschauen, was hier los ist. Also, da hinten sehe ich es schon flackern. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein Deskito. Das heißt, das wird unsere erste große Herausforderung sein, die zu handeln. So, mal gucken, ob ich den antriggern kann. Da drüben ist noch ein Gobbo, der turnt da rum. Da kommt er. Ja, also ihr seht selber, da geht die Leiste auch relativ schnell hoch, ne? Ja, und du hast halt auch nicht wirklich viel Zeit, dich mit denen auseinanderzusetzen. Oha, der hat gesessen. So, die haben auf jeden Fall schon mal. Man kann tatsächlich auch mit den Faustwaffen blocken, aber da würde ich mich eher nicht so drauf verlassen. Das ist mir noch ein bisschen zu Joker, also das heißt, hier muss man echt aufpassen, ne?
Das könnte ein echtes Problem werden. So, mein Plan ist es eigentlich. Hier drüben sind die Blubse, ja, die Teerblubse. Am geilsten wäre es natürlich, wenn ich den Troll irgendwie hinlocken könnte und der legt sich irgendwie mit den Blubsen an. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die besiegen soll. Ob das irgendwie mit Signalfeuern funktioniert, ich kann es euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wir sollten auf jeden Fall immer, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, uns ein Bett in unserer Base bauen, ja, und da werden wir dann mal den Punkt, den Spawnpunkt da hinlegen, wir können ja noch ein bisschen Holz mitnehmen, und wenn wir das getan haben, wenn da das Zeug liegt, dann werden wir uns nochmal mit den Jungs beschäftigen, ja. Was wollt ihr denn? Was willst du denn? Und dann werden wir mal gucken, ob das funktioniert, mit Signalfeuern die Blubse irgendwie anzulocken, beziehungsweise aus der Reserve zu locken. Und dann schauen wir mal. So, jetzt erstmal hier ein Bettchen bauen. Ein Bettchen bauen. Schalala. So. Brauchen ein Dach. Da ist doch ein Dach drüber. Was hast du dann? Nee, da ist ja gar kein Dach drüber. So. Okay. Ich weiß, woran es liegt. Weil hier oben nämlich kein Dach drüber ist, wie er ja gerade schon gesagt hat. Das heißt, wir werden das einfach mal hier hinsetzen. Und hier können wir dann auf jeden Fall... Okay, hier sind Gegner auch in der Nähe. Das ist auch nicht das Problem. Und eigentlich können wir die auch mal abreißen. Dann setzen wir die auch da oben hin. Da hat wenigstens auch ein Dach. Dann können wir nämlich auch da mal reparieren. Reparieren. So. Kommt die nämlich hier hin. Deswegen hatte ich den ganzen Krempel eigentlich auch gebaut. Und dann kannst du nämlich auch hier reparifizieren. Und dann kann das auch losgehen. Und jetzt würde ich mal ganz kurz sagen, das heißt mal ganz kurz, auch mal ziemlich lang, wir probieren gerade mal aus, wie wir mit Teerblubsen klarkommen. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Steine mitnehmen, dass ich vielleicht auch kleine Lagerfeuer machen kann. Wenn euch nämlich schon ein Troll brummeln. Also ich habe ja auch tatsächlich schon jede Menge Felsen zerkloppt, um einfach das hier hochziehen zu können. Das geht nämlich irre schnell. Und habe so relativ sämtliche Steinvorräte aus meiner Base, die sind hier schon reingeflossen. War mir aber einfach sicherer, um hier einfach mal den Frieden reinzubekommen. Ich weiß natürlich nicht, also es sieht nicht so aus, als ob Jagluf hier irgendwo in der Nähe ist, weil das ist ja dann quasi so der allererste Antrieb, den man hat, dass man sich irgendeinen Platz sucht. Und ich hatte ja auch schon angekündigt gehabt in der letzten Folge, wir werden auf jeden Fall Baufolgen machen, das kann ich euch schon versprechen. Ich möchte diese Baufolge aber erst starten, wenn wir Jagluf gefunden haben, weil ich das gerne in der Nähe bauen möchte, von da, wo er ist. Ja? Das heißt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, aber sobald wir Jagluf gefunden haben, guck mal, du bist ein Fisch. Guck mal, wir haben Fisch einsammeln. Komm mal her, du Fisch, du. Ein Barsch haben wir. So geht es nämlich. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, auch nachher zu sagen, wir sind relativ schnell bei Jagluf und ich finde es einfach sinniger. Ist meine persönliche Einstellung. Ihr könnt da natürlich gerne auch eine andere Meinung zu haben, aber ich mache es lieber eher so. Sagt mir mehr zu. So. Was ich hier auch nochmal eben machen wollte, das habe ich das letzte Mal nämlich vergessen. Ich wollte mal eben so ein bisschen grobes Terraforming machen. Ja, nicht, dass der nachher noch auf die Idee kommt, der Kollege Troll. Der tut doch schon hier hinten rum. Da ist er doch. Knallkörper. So, der kann nämlich da jetzt rumoxidieren, wie er will. So. Das ist einmal der Grund, warum hier dieser Steinwall davor liegt. Da kann er sich nämlich einen abgageln, wie er Lust hat. Ich muss nur aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwie in meine Hütte reinrennt. So, den haben wir jetzt mal ein bisschen angepiekst. Jetzt nehmen wir ihn einfach mal mit. Mal gucken, was passiert. Aber wo ist er denn? Okay, jetzt ist er wohl beleidigt und ist abgezischt. Dann soll er halt abzischen, ist mir auch egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall das ausprobieren.
ob wir das hinbekommen, die Terblubse mit Feuer zu besiegen. Ich habe da so meine Zweifel dran. Aber man weiß ja nie. So, das und das und das und das und das und das und das. Das fliegt erstmal raus. Den Rest behalten wir. Noch ein paar Steine einsammeln. Du gibst Ruhe. Dir spricht keiner. Das ist eigentlich schon eine geile Ecke hier, ne? Weil du nämlich alles auf dem Haufen hast. Du hast Sumpf hier. Du hast Ebenen hier. Du hast Grünfläche. Also hier den ganz normalen Grasland. Krempelasti. Oh, Alter. Deine Mutter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das schaffen. Okay, einfach mal den Scheißer da umgelegt. So. Das Schwein auch noch umgelegt. Glaube ich, so eine Timing-Sache, ne? Ja. Es geht. Also wenn sie dich nicht unbedingt überraschen, dann lässt es sich relativ gut abbilden, sich mit denen anzulegen, wenn du die Faustwaffen anhast. Naja, Alter, was ist denn hier los? Ja, wenn du halt mal einen ins Gesicht kriegst von denen, tut's halt auch weh, ne? Und einmal nicht aufgepasst, das geht halt echt schnell bei den Jungs. So, aber hier kannst du wunderbar Zeug farmen. War das auch noch eine? Das sind sogar zwei. So, du komm mal her. Noch ein Gobbo. Leute, ich weiß es, es geht immer grundsätzlich schief. So, hier war irgendwo Teer. Also ihr seht selber, es funktioniert auch damit. Das hat mir natürlich der Deskito ein bisschen geholfen, um den Blub da irgendwie abzulegen. Das war mein Glück. Na guck mal, jetzt können wir schon Teer einsammeln. Ist das geil? Und zack, haben wir Teer. So schnell geht's. Steckt im Teer fest. Fiese Nummer. Richtig fiese Nummer. Und wo gemerkt, ich habe Knochenwanz nicht eingeschaltet, ne? Noch zeige ich es euch und wahrscheinlich werde ich es gleich massiv bereuen. Ich freue mich gerade einfach, wie doof, dass ich jetzt schon Teer habe, ne? Da habe ich nämlich noch gar nicht mit gerechnet. So, wir müssen mal gucken, ob wir das hier irgendwie hinbekommen. Das Becken leer laufen zu lassen. Dass wir komplett den Teer ablaufen lassen können, das machen wir gerade mal zusammen. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Manchmal geht's gut, manchmal geht's nicht so gut. Manchmal stellt man sich auch einfach doof an. Ich habe da auch noch nicht den perfekten Weg gefunden, um das irgendwie zu machen, so relativ sorgenfrei. Aber ich meine, mal ganz tief ausbuddeln ist schon mal, ist aber schon mal eine gute Sache. So. Geht mir gerade ein bisschen Ausdauer flöten. Das ist aber auch nicht das Problem. Aber auch das gehört einfach mal dazu, das so zu machen, ne, Freunde. Ihr kennt es selber. Ihr seid ja auch alle Profispieler. Das Fiese ist halt nur, wenn du hier so drin steckst, ne? Und bist hier gerade am Ausbuddeln und am Machen und am Tun. Du kriegst halt echt nicht mit, wenn jetzt
ein Deskito kommt oder so und der meint, er müsste sich einfach mal aus dem Leben husten. Und hier unten wird es dann echt enge, ne? So. Aber ich muss, ich hab's ja auch schon gesagt, ne, auch in den letzten Videos, diese Faustwaffen, ne, also diese unbewaffnete Faustwaffen, die machen's halt echt nochmal leichter. Und ich habe die ganze Zeit schon überlegt, naja, ob das so gut ist, diese Challenge zu machen, wenn du wirklich keine Waffen tragen darfst, ne, aber letzten Endes funktioniert super. Aber auch erst, seitdem ich die Dinger hab. Also es hat vorher auch schon funktioniert. Ja, da hast du aber viel mit Feuer und weiß der Geier was gekämpft. Und ihr seht ja selber, ne? Also Feuer ist ja auch... Du brauchst es immer wieder. Du brauchst es immer wieder. So. Jetzt mal kurz Aufdauer. Ausdauer kurz aufdauern. Dann können wir nochmal ein Schlückchen Kaffee trinken. Ja. So, das Ding mal eingesteckt hier. Und dann wären wir doch gerade mal hier. Und mal austrocknen lassen, den Bums hier. Ist jetzt noch nicht so perfekt, aber ihr seht ja, wo das Ganze hingehen wird. Ne? Also da muss ich auf jeden Fall nochmal dran. So, wir sollten hier aber auf jeden Fall schon mal die Faustwaffen wieder in die Hand nehmen. So. Der steckt drin? Ne, den haben wir. Aber mega, guckt mal hier, schon 25 Teer. Und noch ein paar Moldebeeren. So, das nehmen wir mal wieder mit. Das hätte ich nämlich gern wieder eingesteckt. So, was schmeißen wir eben weg hier? Ach, hier weg mit dem Gold. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Weg, fort. Zack. Weg mit dem Müll. Feuer ist viel wichtiger. So, jetzt ist hier natürlich wieder so Bumsnebel, ja. Wollte ich eigentlich mal gucken, ob wir hier so ein Frühlingdorf finden. Oder irgendwie sowas Kleines, ne? So. Ich habe da vorhin ein Feuerchen gesehen. Was natürlich auch mega wäre, wenn wir den Standort finden würden. Was macht denn ein Surtling-Spawner mitten in den Ebenen? Was ist denn mit dem nicht richtig? Moldebeeren mitnehmen? Können wir gebrauchen? Brauchen wir auch für Tränke nachher, meine ich. Wieso ist denn hier mitten im Sumpf ein Spawner? Ein Surtling-Spawner. Bleib doch mal stehen! So, nicht dein Ernst! Das ist das, was ich gemeint habe, ne? Wenn ihr nämlich nicht aufpasst. Einmal überlebst es. Ach, guck mal hier. Ist ja doch da drüber geflogen, ey. Ich fasse es ja nicht. Ja, aber interessant. Habe ich auch noch nicht gesehen. Mitten im Sumpf. Mitten in den Ebenen Sotlingspawner. What the fuck? Was ich ja gerne hätte, wäre so ein Standort, wo so ein bisschen Mistlands ist, ne? So schon noch Ebene, aber wo man so hin und wieder mal so Richtung Mistlands wandern kann. Ich hör's doch. Mehr, du Arschmücke. Hat die mich noch erwischt? Die Sau. Der Nebel ist echt Eimer, ne? Ich sag's euch. So, ich mache aber jetzt mal. Den mache ich jetzt mal an. Der hat's nicht mitgekriegt.
Das war ja eine Schnarchdrüse. Habt ihr das gesehen? Was ein Schnarchzapfen, oder? Der hat wahrscheinlich genauso mit dem Nebel zu kämpfen gehabt wie ich. Aber hier ist kein Dorf, keine Siedlung, nix, ne? Oh doch, sprach er und stand dann hier vor so einem Turm. Komm, wir gehen mal rein. Feuer ist mir egal. Also nicht so ganz egal, aber... Oha, Sterne. Oha, Mutti. Alter Schwede. Hat da jetzt Knochenwand nicht angehabt? So. Das geht halt auch ganz gut, ne? Einmal schnell blocken mit dem Schild und dann gleich switchen auf Dings. Na, sagt schon, auf die Faustwaffen. Das kann man halt auch machen, ne? Aber das ist manchmal auch echt Glück. Ich habe gerade auch echt Schwein gehabt, dass ich den mit der zweiten Attacke auch noch betäubt habe. Ne? Das hätte mich auch ganz böse ins Auge gehen können, was ich da gerade getrieben habe. Ja? Oh, was? Was lacht der so blöd? Oh, Sterne. Da bin ich raus. Das nehme ich mit. Kann ich es nicht mehr tragen oder habe ich keinen Platz mehr? Ich bin, glaube ich, überladen. Okay. Dann werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurückkommen. Also ich versuche ja hier gerade so ein bisschen zu eruieren, wie denn hier so die Beschaffenheit der Gegend ist. Und ihr seht es ja selber, hier gibt es noch eine Menge zu entdecken. Und ihr hört es wahrscheinlich nicht so, weil ich habe permanent das Surren von Deskitos im Ohr, ne? Oh, da vorne haben wir einen Loks. Mit denen möchte ich mich jetzt aktuell noch nicht anlegen. Anus ist noch ein Sumpf. Ja, also das Gebiet scheint hier wohl einen Tacken größer zu sein. Ich habe noch keine Ahnung. Wie groß? Boah, das war knapp. Das ist sowas Größeres. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, finden wir hier vielleicht ein Wegvisier. So, auf jeden Fall ist hier wieder Gebirge. Das finde ich schon mal ganz nice. Wenn wir Bock haben, können wir uns vielleicht noch ein paar Wölfe züchten. Die können dann so ein bisschen Sheriff spielen. Müssen wir mal gucken. Also, ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Tagen dann noch mal näher versuchen rauszufinden. Ach, komm schon. Oh, da beweg dich. Wie das hier aussieht und da höre ich doch schon Wolf jaulen. Dann bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. So ihr Lieben, aber wir machen jetzt genau an der Stelle hier einen Cut und ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht gleich hinterrücks überfallen werde, ansonsten habe ich ein Problem, ist aber auch nicht das Riesenthema. Also ihr habt es gesehen, wir müssen, oder ich muss auf jeden Fall hier gemeinsam mit euch die Ebene erkunden und ihr seht es ja selber, wenn wir kurz auf die Map gucken, ihr könnt es ja sehen, das ist schon relativ groß hier, ne? Also da geht es vielleicht noch weiter, keine Ahnung, werde ich aber mit euch gemeinsam erforschen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich das Zeug zurückbringe, was ich gerade eingesammelt habe. Ihr seht, Blubse, das geht auch mit Feuer, ziemlich gut. Ich habe natürlich gerade Unterstützung auch gehabt von den Deskitos. Wir müssen mal gucken,
gucken. Wir werden uns mal eine Teergrube suchen und werden mal gucken, wie das Ganze funktioniert, wenn du da irgendwie dir so ein Signalfeuer hinsetzt, ne? Und dann mal die ganzen Viecher da rauslockst. Also kann gut sein, dass ich da auch nochmal weit drauf gehen werde, aber muss es ja irgendwie rausfinden. Ich habe gerade komplett den Schrecken verloren von Deskitos. Das funktioniert super mit den Faustwaffen. Besser, als ich eigentlich gedacht habe. Ich brauche noch nicht mal diesen Wechsel machen zwischen Schild und Faustwaffe. Das geht also auch. Das macht schon mal viel aus. Man muss es halt nur richtig timen. Wenn man es mal nicht richtig timet, dann bist du halt in eine Fritten. Aber das, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ihr Lieben, ich möchte euch auf jeden Fall beglückwünschen. Nee, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und euch das Ganze mit angeschaut habt. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall weitergehen mit der Challenge. Wenn es vielleicht auch mal unter der Woche kein Video gibt, weil ich dann mit anderen Dingen beschäftigt bin, aber spätestens am Sonntag. Sonntag ist für euch reserviert für die unbewaffnete Challenge. Und zwar das Ganze bis zum bitteren Ende und noch ein bisschen weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen wunderschönen Sonntag, einen guten Start in die neue Woche. Bis demnächst. Tschö mit Ö.